Heute gibt es ein Rezept für veganen Mandeljoghurt. Es geht wirklich super einfach. Du brauchst ca. 200 Gramm Mandeln, 1 Liter Wasser, einen Mixer und einen Nussmilchbeutel. Als erstes weichst du die Mandeln ca. 2 Stunden ein, dass sie etwas weicher werden. Ich nehme dazu gereinigtes Wasser. Leitungswasser würde ich nicht empfehlen. Jetzt kommen die eingeweichten Mandeln in den Mixer mit dem Liter Wasser und alles gut durchmixen. Nun alles nach und nach in den Nussmilchbeutel geben und gut ausdrücken. Die klein gehackten Mandeln, die übrig bleiben, kann man noch gut zum Backen verwenden. Als nächstes gibst du die Milchsäurebakterien in die Mandelmilch. Das Fermentpulver gibt es im Bioladen oder auch im Reformhaus. Ich verlinke dir aber auch eins unten in der Videobeschreibung. Gut rühren, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat. Zum Schluss musst du alles noch in Gläser abfüllen und dafür die Gläser mit kochendem Wasser gut ausspülen. Dass der Joghurt gut fermentiert, muss er an einem warmen Ort stehen. Nach 12 Stunden sieht der Mandeljoghurt so aus. Unten ist die Molke sozusagen und oben schwimmt der Joghurt. Jetzt muss die Molke vom Joghurt getrennt werden. Dazu hält man den Joghurt einfach mit einem Löffel fest und gießt die Molke ab. Die Molke könnte man jetzt trinken, sie enthält auch sehr viele gute Milchsäurebakterien. Das habe ich jetzt mit allen Gläschen gemacht und sie zum Schluss in das große Glas zusammengeschüttet. Und fertig ist der Mandeljoghurt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben und wenn ihr noch Fragen habt, hinterlasst einfach einen Kommentar. Habt ihr schon Erfahrungen mit veganem Joghurt selber machen? Dann ja, schreibt es doch auch einfach in die Kommentare. Bis bald, eure Flechthexe. Ciao!